Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Nope. Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Kaya? Kaya? Mach bloß keinen Mist, klar? Kaya nicht da? Oh Gott, ich werde so sterben, ne? Oh Gott. So ist das gut. Wow. Guck mal, ich habe zwei schon erledigt. Das ist gar nicht mal so dumm von mir, die dahin zu locken. Ey, das ist echt nicht dumm. Weil es wird gezählt. Es wird gezählt, als wenn ich das alleine mache. Hallo. Komm mit. Hallo. Komm mit. Wow. Meine... Nein! Nein! Ach nein, das gibt's nicht. Oh Mann, ist das traurig gerade. Scheiße. Ah, fuck, ey. Das war so schlau eigentlich. Stell mir deine Prüfung. Was? Ich. Gott. Zielen. Okay, halten. Nö, geht nicht. Ach so. Nee. Hä? Oh oh. Ich finde das gerade so lustig, ja. Verdammtes Biest! Wow! Wer macht hier eigentlich immer... Hallo? Oh Gott. Ich habe die Insektenplage abgeschlossen. Zufrieden? Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überlege mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen. Vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Hat doch gut funktioniert. Okay. Ach, mein Gott. Ach, mein Gott. Mechanischer Wächter. Soll ich ihm ein KI-Modul besorgen? Soll mir Koordinaten gegeben? Ich und da ist das.
Okay, krieg ich hin. Wo ist eigentlich Kaya? Die ist weg. Die ist einfach weg. Also geht das nicht. Nee, so geht das nicht. Die muss ich jetzt erstmal wieder abholen. Mitkommen. Na gut. Dann versuchen wir mal erstes mit diesem Elektroschrott. Ich muss so viele Aufgaben erledigen, wie es mir nur möglich ist. Du Scheiße, was kam denn da raus? Wenn wir aufpassen, hier sind überall Minen. Die sind ein bisschen scheiße zu erkennen hier mit diesen schwarzen... Ach, da ist er. Mit den schwarzen Steinen. Oh, ich wette, diese Drohne wird von irgendwas bewacht. Boah. Das ist knapp gewesen. Schnell den Elektroschrott einsammeln. Oh, Erwin? Tot? Ich weiß nicht, wer Erwin ist, aber wahrscheinlich ist der Mann noch, ist der Mann noch wichtig später. Mine. Die machen so kleine Geräusche. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, Tiere zu töten, ne? Weil die... Oh, 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 oh. Weil die geben... so wenig... Erfahrungspunkte. Wow. Oh, scheiße. Ich dachte mit dieser Schutzmaske. Ah, fuck, okay. Wie komme ich denn da dran vorbei? Erstmal so. Das bringt nichts. Dann gehe ich. Dann gehe ich außen rum. Das bringt absolut nichts mit dieser Maske. Ich habe gedacht, wenn ich die Maske ummache, dann kann ich da so durchlatschen. Wenn das Gebiet so verseucht ist, aber anscheinend klappt das doch nicht so. Aber es sind ja auch nicht alle Gebiete verseucht, ne? Aber wahrscheinlich genau da, wo ich hin muss, ist es so. Die sieht ziemlich... Die sieht so aus, als wenn sie noch funktionieren würde, die Drohne. Alles gut. Das KI-Modul dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Gut, machen wir. Kann ich sonst noch was nehmen? Sonst noch so nebenbei erledigen, wenn ich jetzt hier schon mal so durch die Gegend bin? Sonst hat auf seine Karawane mit Lebensmitteln. Er befürchtet, dass die Alps sie überfallen haben sollen. Rette, was zu retten ist... Wo ist das?
Da hinten. Aha. Und gucken wir mal, ob was wir da machen können. Ich denke auch, dass die Alps alles mitgenommen haben. Latte, Elektroschrott mitnehmen. Kann man alles gebrauchen oder verkaufen? Ich glaube auf irgendein Vieh zu. Es geht los. Tja. Ich habe dazugelernt. Ich habe im Internet gelesen, es wäre besser, wenn man... Oh, gruselig. Ja. Wenn man so gegen so ein Vieh antritt... War ganz viele Spinnen. Boah, bin schon wieder bedient. Auf jeden Fall, wenn man, wenn so ein Vieh einen angreifen will, dann soll man am besten, oder halt ein Feind, dann soll man am besten als allererstes erstmal ausweichen. Das ist der erste, den man machen soll. Man soll ausweichen, weil die immer diesen Sprungangriff machen. Und der kann meist schon sehr entscheidend sein. Seht ihr? Und so fahre ich eigentlich ganz gut damit. Natürlich tut es auch wesentlich leichter, wenn man einen Gefährten dabei hat. Au, 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 au. Huhuhala. Ich kann nicht reden und dabei kämpfen. Das geht absolut nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nie bei mir. Ich muss doch bestimmt gleich wieder schleichen. Ich habe mir nämlich so im Internet so ein Fraktionsguide-Video angeguckt. Um mal zu gucken, was so meine Vorteile sind. Ob ich immer noch zu dem Berserker gehen soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin den Berserkern sehr zugetan. Aber es liegt daran wegen Fantasy und so, ne? Oh. Da steht schon jemand. Wer ist das? Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Oh nein. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Wie hast du überlebt? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt. Und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird. Du bist ein Läufer? Ja. Das ist der unterste Rang im Fort. Man bekommt Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal. Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Das war genau das, was ich vorhatte. Bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Der will dich nicht. Hank schickt mich. Echt? Das ist gut. Wir müssen das Fort informieren, dass die Nachschubrouten nach Abessa nicht mehr sicher sind.
Wenn du es jemandem erzählst, bist du tot. Wenn du es jemandem erzählst, bist du tot. Wieso sollten wir es niemandem erzählen? Die Leute müssen erfahren, dass die Routen nicht mehr sicher sind. Wir müssen es allen sagen. Hank hat Angst, dass eine Panik ausbrechen könnte. Das ist doch Blödsinn. Also, naja, selbst wenn, es ist viel wichtiger, dass niemand mehr diese Route bereist. Ja, besser. So, hier, nimm am besten, verziehst du dich 300 Splitter. Leben wird, sollst du nicht zurück ins Fort gehen. Überleben 10. Na gut, ich würde dich zum Fort bringen. Nein! Na gut, ich werde dich zum Fort bringen. Wir sollten noch ein paar Warenkisten von ihr mitnehmen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. So eine Waffe ist kein Spielzeug. Bist du bescheuert? Der Tod von Kit wird die Geschichte verändern. Scheiße. Oh Gott, no, was habe ich getan? Hochala. Aber er hat gesagt, wir dürfen. Niemand darf, ne? Hat er gesagt, niemand darf überleben. Mir fehlt eine Warenkiste, oder? Mir fehlt eine Warenkiste. Oder? Na, Geralt ist ja auch tot. Er hat ja auch schon die Geschichte verändert. Also von daher. Gut fühle ich mich nicht. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Lucy und Bullet? Wo bin ich gelandet? Wo bin ich? Friedhof der Krabbeltiere oder was hier? Ist ja ekelhaft. Sieh einer an. Ein Frischling. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Fort fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Fort? Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Okay. Bist du unsere Verstärkung? Nö. Nein.
Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Eine Frau gehört nicht in den Kampf. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Hm. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Ist das nicht die Kleinen und Schwachen beschützen? Ich weiß es gerade auch nicht. Ach, guckt mal. Oh, Magalan. Bei Nacht. Ja, das kann ich noch nehmen. Du bist Spike, du bist nicht William. Du bist im Weihe, du bist keine Ahnung was, ich kenne dich nicht. Du bist... Warum hast du Iron Madison getötet? Iron Madison getötet. Achso, nichts zu tun, weil es meine Angewohnheit ist, Ungeziefer zu zertreten. Weil es meine Angewohnheit ist, Ungeziefer zu zertreten. Du kannst doch nicht einfach unsere Leute umbringen. Ich dachte, hier tut jeder, was er will. Bist du mir gerade bewusst ans Bein? Nö. Glaub mir, solche Aktionen merke ich mir. War's das jetzt? Natürlich. Es sei denn, du hast mir noch etwas anderes zu berichten. Bullet draußen vor den Toren braucht Verstärkung. Bullet draußen vor den Toren braucht Verstärkung. Scheiße, ich habe es geahnt. Wir brauchen die Männer eigentlich hier im Lager. Wie viele Männer braucht er denn? Hm. Oh. Ich habe überhaupt nichts mit Überleben, ne? 3 Männer ist das Minimum, dort ist es gefährlich. Hm, du machst auf mich den Eindruck, als würdest du dich in der Wildnis gut auskennen. Ich werde auf dich hören. Du kannst Bullet und Lucy Bescheid geben, dass sie ihre Verstärkung bekommen sollen. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch 3 Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Dankeschön. Das, okay, also das, diese Entscheidung jetzt, wie viele Männer da unten am Tor angesetzt werden, werden sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Das ist ziemlich... Monster! Leute! Verfluchtes Biest! Ja, wir sollten mal angreifen. Verfluchtes Biest! Nicht sie. Achtung! So, eine habe ich. Oh oh. Hallo Leute, warum kommt denn hier keiner mehr an? Ach Mann! Mach doch mal! Sollen sie sich alle drum schlagen?
Ich denke mal, das hat sich erledigt mit dem Bescheid sagen. Ich glaube, ich gehe da mal bitte noch mal zu William, der gar nicht da ist. Was geht hier vor? Bullet und Lucy sind tot. Scheiße. Ich hätte doch mehr Männer vor das Tor schicken sollen. Was ist mit den Biestern? Die sind vorerst erledigt. Immerhin etwas. Ich werde noch ein paar Männer nach vorne schicken. Gut, dass du es gemeldet hast. Ich mag Neugier. Ja, lauf nur! Komm, die Öllampe nehmen wir mit. Kleinen Mana-Trank, die Rohrzange, das Klebeband. Klebeband kann ich nicht mitnehmen? Okay. Ach, jetzt der Roboter. Und die gute Cindy. Ah, es tut mir jetzt irgendwie leid, dass die tot sind, ne? Tut mir richtig leid. So war das nicht geplant. Ah, verstehe ich gar nicht. Ja, zwei werden ja auf jeden Fall zu wenig. Ich habe ja schon... Ja, nee, vier ging ja nicht. Vier hat er ja nicht gemacht, ne? Ich habe deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Was genau ist denn passiert? Die Karawane wurde von den Alps überfallen. Als hätte ich es geahnt. Gab es Überlebende? Ja, ein Läufer namens Kit hat sich dort versteckt. Er wird dir keine Probleme machen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Hier, ich habe ja gesagt, ich würde dich anständig bezahlen. Ich hatte schon Sorgen, dass hier eine Panik ausbricht, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubsrouten nicht mehr sicher sind. Aber dank dir habe ich jetzt genug Zeit, eine neue Route zu finden. Okay. Oh, Cindy ist schon wieder am Tanzen. Ich habe keinen Bock mehr. Genau. Elektroschrott. Und da vorne. Mit der Drohne. Ich habe das KI-Modul. Gut, dass ich die Drohne gesehen hatte. Sie war wirklich defekt, oder? Jetzt ist sie es. Wie meinst du das? Hast du sie geschrottet? Ich hatte keine andere Wahl. Sie hat mich angegriffen. Wirklich? Als ich sie gesehen hatte, hat sie nur herumgelegen. Und das KI-Modul? Ist defekt. Sie selbst. Ach, verdammt. Musstest du sie denn so übel zurichten? Naja, vielleicht kann Elmar ja noch etwas retten. Ich bringe das Modul zu Elmar. Alles klar. Hier hast du es wieder. Bring es zu Elmar. Ich hoffe, er will nichts dafür haben, dass er es repariert. Ich bin im Moment quasi pleite. Wenn er was haben will, könntest du es vorstrecken? Quasi pleite ist nicht pleite. Ach Scheiße, ich habe wirklich fast nichts mehr. Na gut, hier nimm den Rest, den ich noch habe. Wenn er mehr als das will, musste es mir aber leihen. Denn mehr habe ich wirklich nicht. Ah, was haben wir jetzt noch Schönes? Ach, mein Gott, ich kann schon wieder nichts sehen hier. So. Halb gelötet, ist gut verdrahtet. Gerade habe ich das umholen lassen. Elmar ist da vorne. Bist du Elmar? Du bist eine Wache. Wer ist denn Elmar? Ach, die Hunde, das sind hier, das sind deren Hütten, okay. Elmar vielleicht hier unten? Hi. Elmar ist ein... Nee, es ist Konrad. Du bist Elmar. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab.
Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. Mach es umsonst oder du landest in der Schlucht. Schon gut, ich hab's ja verstanden. Mhm. Du bist der Boss und ich der Gefangene. Gib her das Ding. Geht doch. Geht doch. So, schon fertig. Viel Spaß damit. Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Ui. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Was sollte das denn jetzt? Naja. Was denn, weil ich ihn bedroht habe oder weil ich ihn gefragt habe nach seinen... Gib mir die Anleitung her. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werken. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Er macht schlau, er hält sich aus allem raus. Ich weiß nicht, warum wir das nicht können. Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding.
Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Was? Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Was? Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Hör auf, mich zu verarschen, oder ich polier dir die Fresse. Hey, ist ja schon gut. Entspann dich wieder, ja? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Was war das denn jetzt? Okay. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Muss mir ja nicht gefallen. Das gefällt mir auch nicht. Der hat uns eine Suggestion gemacht bei uns. Schnell, schnell. Der hat eine Suggestion mit uns gemacht. Gibt's ja nicht. Aber wo kommen wir denn hier hin? Kommen wir denn jetzt hier hin? Achso, Duke. Okay, Leute, ich muss mich verabschieden. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.